Hallo liebe Freunde, hier zurück bei Let's Play Mass Effect 2 mit mir, dem Partian-LP. Da gibt es nichts mehr zu holen, oder? Nope. Rein hier. Aber dazu wählen wir uns mal eine andere Waffe. Ne, nicht unsere Hightech-Waffe. Unsere Maschinengewehr. Okay, was gibt's denn da Schönes zum Holen? Medizinkit. Sonst noch was? Abfall. Oh, 600 Credits in Abfalltonne. Auch nicht schlecht. Und die Max machen uns auch gar nichts mehr eigentlich. Haben uns zwar getroffen, aber so richtig wehtun tut das jetzt auch nicht. So, explodiere du blöde Roboter, Dingsi, Bumsi. Ist da noch was zum Holen? Eine zerbrechliche Kiste. Inklusiver Container. Nö, nix. Oh, wie ich das geahnt habe, dass da einer auftaucht. Nur den habe ich nicht gesehen. Jetzt bleiben wir mal unten. Okay. Das sind ja lauter Container, die nerven ja. Wir sind ja im Industriegebiet. Anscheinend im Container Frachtbereich. Auswahl. Zum Glück. Ist da was zu holen? Nope. Hoffentlich geht das Ding auch nicht zu. Nein, tut es auch nicht. Da ist auch nichts zu holen. Da ist aber ein One-Safe. Den holen wir natürlich immer gerne. Und dann hacken wir uns da rein. Spritze. So, das da. Krähenfüße. Das C war da. Und jetzt fehlt uns nur noch das. Und wir haben wieder 1500 Credits bekommen. Oh, wir haben uns ja vorher sowieso einiges gekauft. Das Geld brauchen wir wieder. Das müssen wir wieder reinholen. Ich rieche ihn schon. Ah, der stinkt so richtig. Nach einem unspektakulären Part. Einen vorherigen unspektakulären Part. Muss doch wieder ein spektakulärer rein. Das, weniger. Boah, wer war denn das? Boah. Garrus, wenn du so blau bist, dann denkt man gleich, dass du einer von den Blue Suns bist. Das irritiert ein wenig, Kollege. Da packe ich mal die Sniper aus. Genau, mit der liebe ich es, ja. Yeah. So, wo ist denn die? Steht wieder auf? No, tut sie nicht. Wo sind die Platine? Da. Okay, das müssen wir auch umgehen. Spritze. Yeah, C. Warte, das war Spritze. C. Dann Krähenfüße. Und das da. Perfekt. Können wir eigentlich sterben, wenn wir hacken? Ich glaube fast. Ah, da sind die Platine. Scheiße. Alter. Wir können tatsächlich angegriffen werden. Na komm. So muss es sein. So sind die... Nee, sind sie noch nicht. Aber jetzt. So. Jetzt will ich da... Was? Konnte ich nur wegen... Nein, oder mein... Das macht mich jetzt aggressiv, ein wenig. Geh in Deckung! Betäubungsschuss bereit. So. Wenigstens gibt's Iridium zu holen. Wenn wir schon nicht mehr bekommen. 2000, ja, ist auch einiges. Und den Laptop hacken wir auch.
So, viel Grün, wenig Blau. Das ist das da. Und jetzt die Schrift, die ich mir meistens merke, die da nämlich. Und wieder 4500 Credits. Steuerung, Brücke senken. Okay. Und da wird es jetzt abgehen. Das weiß ich jetzt schon. Feinde vor uns. Ah. Bleibt doch ein bisschen. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Sorry. Habe ich dir den Urlaub versaut? So. Da ist momentan noch nichts. Aber da kommen schon wieder die nächsten. Ich sehe sie zwar nicht. Da oben irgendwo. Da wird sicher was rauskommen. So. Yeah. Bisschen Muni bitte wieder. Wäre ganz nice. Oh fuck. Scheiße. So, das dürfte reichen, dass wir... Geht auch. Yeah. Alles müssen wir doch nicht verballern auf den. Aber es hat schon gepasst, dass wir da ein bisschen drauf gehalten haben. Mit unserer Kollektorenwaffe, die wir gesammelt haben. Also eine Collector's Edition. Haha. Eine Collector's Edition von den Kollektoren. Ach, was bin ich heute witzig. So, aber jetzt kann ich da wohl schön umgehen. Spritze. Krähenfüße waren da irgendwo. Das C war da. Das gehört so und dann gehört das so. Ach, ist das herrlich, wenn man das Hacken kapiert. Irgendwann habe ich es ja doch gelernt. Liegt da sonst keine Muni herum? Ist aber unfair. Dann holen wir halt die da für Maschinenpistole gibt es am meisten. Da haben wir auch wieder Energiezellen. Das gefällt uns. Und da... Boah, wir werden ja mit Platinen und so überhäuft. Spritze. Dann das mal. Spritze. Krähenfüße. Das C. Und das. Perfekt. So kann es weitergehen. Money, money, money. All it's funny. Verwendung für IDs finden. Okay. So, und sonst gibt's nichts. Medizinische Station. Sie haben mit Harkin bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halbtot prügeln. Es ist sinnlos, ihm zu viel Zeit zur Vorbereitung zu geben. Los! Direkt hinter Ihnen. Weiter geht's. Sonst nichts zum Einsammeln? Nö. Ein Terminal hacken. Okay. Das da. Dann ein wenig Blau. Zwei blaue Reihen, bitte. Das da. Und viel das da. Ist es das? Nee. Boah, hätte ich fast das Falsche erwischt. Das ist es auch nicht. Das ist es aber. Oh, wir sehen auch jetzt schon ziemlich ähnlich. Präzisionsgewehrschaden. Oh yeah. Das ist natürlich... Shepard, ich habe die Scanner des Lagerhauses angezapft. Die Kisten in den Frachtschiffen über ihnen explodieren, wenn man sie fallen lässt. Gut zu wissen. Mac-Aktivität. Warum kehren Sie nicht einfach um? Unterwerfen und unterdrücken. Los geht's! Das sind aber viele. Ich hoffe, die werden nicht direkt über uns gefallen. Nee, nur wenn wir sie anscheinend betätigen.
so holen wir halt die Sniper raus, wenn die so weit hinten sind. Kannst ruhig wieder aufstehen. So, und da war doch einer irgendwo. So. Und wo ist denn der da? Guter Schuss! So ein Headshot. Leite Energieversorgung um. Und jetzt muss ich mal ein bisschen das Schild aufladen, aber es geht ja wieder. Einer weniger! Okay, das seid ihr. Sie schaffen es niemals hier rein, Garrus. Glaubst du? Wir kommen dir aber immer näher. Noch bereuen. Was erwartet uns hier? Kann ich ihn mir von hier hinten holen? Probieren wir mal. Bleibt einfach stehen, Leute. Weil da hinten, da habe ich jetzt ganz ein ungutes Gefühl. Nee. Komme ich natürlich nicht rein. Hätte mich stark gewundert. Oh Mist. Zwei schwere Mechs im Anmarsch. Okay, jetzt wird's doch Zeit für unsere Kollektorenwaffe. Ich hab's. Zielverfolgung. So, wo ist sie? Registriere Schaden. So. Geht doch down, ihr Scheißdinger. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Oh. Sind die Max kaputt? Sie werden es niemals schaffen. Oh Gott, der hat mich auch. Na komm. Hast die letzte Streitkraft, die du hattest, hä? Sie waren nah dran, aber nicht nah genug. So, Fade. Das mit dem Verschwinden hat nicht geklappt, was? Kommen Sie schon, Garrus. Das kriegen wir doch hin. Was brauchen Sie? Ich suche jemanden. Sieht aus, als hätte jeder von uns etwas, das der andere will. So richtig ein. Aua! Das hat doch sicher wehgetan. Vielleicht sollten Sie uns einfach sagen, was wir wissen wollen. Vielleicht. Aber Sie haben noch nicht gesagt, was Sie wollen. Sie haben beim Verschwinden eines Freundes von mir mitgeholfen. Ich muss ihn finden. Ich brauche schon etwas mehr Informationen als das. Sein Name war Sidonis. Sidonis Alcura, Torianer aus... Ich weiß, wen Sie meinen und ich werde gar nichts sagen. Seien Sie vernünftig. Das muss überhaupt nicht schwierig werden. Scheiß auf Sie. Ich gebe keine Informationen über Klienten weiter. Ist schlecht fürs Geschäft. Wissen Sie, was noch schlecht fürs Geschäft ist? Ein gebrochenes Genick. Okay, okay. Nehmen Sie den Fuß weg. Terminus hat Sie völlig verändert, was, Garrus? Nein, aber Sidonis hat mir die Augen geöffnet. Und jetzt arrangieren Sie ein Treffen. Ich gehe. Ja, ich bin's. Es könnte sein, dass Ihre wahre Identität aufgeflogen ist. Deshalb rufe ich an. Ich schicke einen Agenten. Wo wollen Sie ihn treffen? In Ordnung. Er wird dort sein.
Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Okay. Alles in Ordnung. Er will Sie vor der Orbital Lounge treffen. Mittags. Wenn wir fertig sind, würde ich gerne gehen. Wohl kaum. Sie sind jetzt ein Verbrecher, Harkin. Heißt das, Sie wollen mich jetzt einfach töten? Das ist nicht Ihr Stil, Garrus. Sie töten? Nein. Aber ich werde Ihr Tempo ein wenig bremsen. Nein, tu das nicht. Sie müssen ihn nicht erschießen. Jetzt kann er sich vor CE-Sicherheit nicht mehr verstecken. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder machen. Das hat er verdient. Ich habe ihn nicht erschossen. Los, gehen wir weiter. Wenn Sidonis nicht dort ist, komme ich zurück und bringe es zu Ende. Das verstehe ich, das verstehe ich. Harkin ist eine verdammte Bedrohung. Wir hätten ihn nicht einfach gehen lassen sollen. Er hätte eine Strafe verdient. Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit ihm. C-Sicherheit soll sich jetzt um ihn kümmern. Ja, da haben Sie wohl recht. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. An Ihrer Stelle würde ich dasselbe tun. Ich habe von den Besten gelernt. Ich muss mich vorbereiten. Von da drüben habe ich ein gutes Schussfeld. Okay, wie soll es ablaufen? Was soll ich tun? Halten Sie das Gespräch am Laufen und stellen Sie sich nicht in den Weg. Ich sage Bescheid, wenn ich ihn im Visier habe. Geben Sie mir ein Signal, wenn Sie bereit sind. Dann schieße ich. Sie gehen besser. Er wird bald hier sein. Shepard, können Sie mich hören? Klar und deutlich. Boah, warum ist da alles so verschwommen, Leute? Okay, da ist er. Winken Sie ihn heran und verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Bringen wir es hinter uns. Sie blockieren meinen Schuss. Treten Sie zur Seite. Es wird nicht lange dauern. Gehören Sie zu Harkins Leuten? Ich erinnere mich nicht, Sie schon mal gesehen zu haben. Setzen Sie mich da drüben ab. Hab gehört, Harkin sei einer der Besten. Sollte nicht nochmal vorkommen. Und jetzt Garrus schießen lassen. Nicht. Keine Sorge. Was? Oh, Scheiße. Verrat bestraft, Sidonis. Da machen wir Garrus natürlich den Gefallen, dass er ihn töten darf. Das ging ja ganz einfach. So etwas passiert, wenn man zulässt, dass die Dinge persönlich werden. Ich muss wissen, dass es vorbei ist. Ja, es ist vorbei. Mein Leben kann weitergehen. Freut mich zu hören. Danke für Ihre Hilfe, Shepard. Gehen wir. Ich muss weg von diesem Ort. Ich bin gleich bei Ihnen. Yes! Stufenaufstieg, 2 Punkte erhalten. Perfekt. Okay. Passt. Dann machen wir noch die Upgrades in unserem schönen Schiff. Dann schauen wir weiter, wie es weitergeht im nächsten Part, Leute. Ja, habe ich schon richtig gesagt. C-Sicherheit untersucht anscheinend den Tod von Sidonis, Shepard. Normandie. Aber warum muss man immer gleich abdocken, wenn man nur zur Normandie spazieren will und ins Schiff gehen, sich hinlegen? Man kann ja angedockt bleiben, das verstehe ich auch nicht ganz, aber gut. Wenn die das so wollen, dann machen wir das auch so. Ist ja nicht unser Problem, ne? Oh,
unsere schöne Ladezeit, die wir sowieso schon kennen von Mass Effect. Das Schöne Das Schöne bei Mass Effect ist ja, man weiß, man will einfach wissen, wie geht es weiter, wie geht die Story weiter, was passiert hinter den nächsten, keine Ahnung was. Betrachten, da habe ich nichts. Doch, da hätte ich was, aber da brauche ich Platin. Dann Panzerungsupgrades. Da brauche ich Palladium. Brauche ich auch. Boah, das ist ja echt arg. Auch ein Schiff. Okay. Dann werden wir da jetzt noch in dem Part ein bisschen Planeten besuchen gehen. Ein paar Sonden abfeuern. Weil wenn das, wenn es wirklich zu Schiffskämpfen kommt, wie mir jetzt so Commander, vorkommt, Sie haben eine Nachricht auf Ihrem privaten Terminal. Dann ich müssen glaube, wir das wohl machen. Weg da. Massenportalsprung. In die Außenzone einfach. Wenn wir schon Tali rekrutieren müssen, dann machen wir das einfach. So. Und fliegen wir noch ein paar unbekannte Planeten an. Ach, ich habe keine Sonden. Wo kaufe ich denn Sonden nochmal? Wie ging das? Boah, wo kauft man Sonden? Boah, ich weiß jetzt ganz ehrlich nicht. Oh, ist das scheiße. Vielleicht doch im Infoterminal. Munition. Nee, das will ich nicht. Boah, Leute, helft mir! Hilfe! Ich bräuchte echt mal... Das habe ich echt total vergessen. Was ist das Problem? Hm. Da ist das Tech-Labor oder wie? Nö. Commander, Sie haben eine Nachricht auf Ihrem privaten... Ah, ich weiß schon, wo ich die Sonden kaufe. Da, wo ich den Treibstoff kaufe, genau. Nur, wo kaufe ich Treibstoff? Kaufe ich Treibstoff. Schattenmeer. Vielleicht in den Omega-Nebel. War da irgendwas? Da. Wusste ich's doch. Treibstoff habe ich genug. Sind auch nicht teuer oder so. Ist praktisch. Und jetzt wieder dorthin, wo wir Tali dann rekrutieren müssen. In die Außenzone. Und jetzt können wir nach Gofa. Sehr praktisch. Das können wir auch... bin ich vorbeigeflogen? So. Können wir die auch mal den Scanner starten? Sollen wir da Sonde mal eine runter senden? Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Da hat irgendwas ausgeschlagen. Mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Iridium schlägt da etwas aus.
Oh. Aber ordentlich auch noch. Boah, geil. So. Sonst noch irgendwo auf dem Planeten. Da ein bisschen mehr. Ah. Da oben. Senden wir da noch einer rauf. Perfekt. Dann verlassen wir mal den Planeten wieder. Nee, nicht ganz. Kommt. Ich will nur noch woanders hinfliegen. Genau. Ich brauche einfach diese Materialien, um die Upgrades zu kaufen, auch fürs Schiff. Dahin. Starte Sonde. Palladium gibt's echt haufenweise. Platin eher weniger. Leider. Das, was halt wichtig wäre. Da habe ich... Da war doch etwas am Ausschlagen. Ja, wieder... Nichts, was sich wirklich auszahlen würde jetzt für uns. War da gerade was? Das habe ich doch gesehen. Okay. Dann da wieder weg. Was ist da sonst noch so? Gar nichts. Sind das die einzigen zwei Planeten? Was ist da? Dolen. Fliegen wir mal das System an. Ist auch total unerforscht. Es gibt total viele unerforschte Planeten. Da hat er was gefunden. Bisschen Platin. Oh nice, darunter. Starte Sonde. Iridium. Dann senden wir da Sonde noch eine unterwegs. Hin. Ich muss mich da immer konzentrieren, dass ich ein bisschen schaue. Ich weiß, es ist einfach eigentlich. Da war's. Ab hier. Sonde gestartet. Ist das Platin? Yeah. Da wollen wir auch was. Und sonst noch irgendwo hier? Senden wir da noch eine hin und dann eine maximal noch hier. Immer noch niedrige Ergebnisse. Rauf und runter und rauf und runter. Da war's. Da war doch gerade was. Das ist dann auf einmal weg, wenn man... Yeah! Starte Sonde. Nice! Ja. Das reicht's mal für das Erste. Kann man dann noch anfliegen? Durch die Sonne durch. Wieder zu Tali.
Und dorthin fliegen wir dann, wenn es heißt, willkommen zurück bei Let's Play Partian LP. Nee, nicht bei Partian. Nee, doch bei Partian, aber bei Let's Play Mass Effect 2. Jetzt habe ich die Verabschiedung versaut. Ich sag Dank fürs Zusehen. Euer Partian LP.